Facebook, hallo YouTube. Es ist verdammt windig hier. Aber willkommen bei In einem Sandsturm von Mad Max. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir versuchen gerade, uns hier durchzuschlagen, um die Top-Rock-Festung einzunehmen. Top-Dog. Entschuldigung, ich hab Sand im Mund. Aber es sieht ganz gut aus. Ich steige hier hoch und kloppe mich durch die Leute. Und ich denke, wir kommen gut voran. Die äußere Verteidigung ist fast kaputt und hier können wir gerade ein wenig Wasser zu uns rein abfüllen in unsere Flasche. Gesundheitlich geht es uns ja super. Schön. Und weiter zu den Top. Ups, was werde ich da runtergefallen? Oh, das ist die Arena. Da oben ist er. Na, schauen, was passiert. Ich weiß es nicht. Sir, you've killed your way here. Just so I can pleasure myself with your twitching corpse. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ob das eine gute Idee war? I can barely wait to sink my hands in this thing, Gallant. Oh. Zwei Mann gehen rein, ein Mann geht raus. Nein, ich will nicht ins Feuer. Oh, das war knapp, aber es war knapp. Komm her! Scheiße. And so it ends. Boah, das geht. Nein, nein, nein. So, ich weiß, er kommt angerannt. Boah, shit. Your Lord Scratus is nemesis, man. He'll pay a fine. Fuck you. I'll keep your rotting corpse for myself. For a long time. Komm, den kriegen wir hin. Scheiße, ich seh nicht. Deswegen hat er mich auch gerade böse erwischt. Wo ist er? Da ist er. So, jetzt. So, jetzt muss es klappen. Was? Oh, ich fand will ich nicht hin. Da brennt's. Komm, geh an! Ja, sehr gut. Komm her. Was ist das? Was ist das? Achso, ich habe Pause gedrückt. Nein! Du Vollidiot, ey. Es kommt doch. Komm.
geil. Nee, der soll aber zu mir kommen. Der Bastard. Und komm. Ah. Zum Glück kein Quick-Time-Event. Darauf hätte ich jetzt überhaupt keinen Bock gehabt. Aber wir haben es geschafft. Haha. Der große Beobachter. Top Dog töten. Töten. Ja, sehr schön. Geil. Juhu. Ja, ich weiß, dass ich das alles nicht habe. Das liegt hier noch irgendwo. Aber wir hatten ja es uns nicht unbedingt einfach gemacht. So, was hat der für uns an Beute? Geil. Geil, geil, geil. Die ganzen Insignien hatte ich ja noch. Ach ja, das freut mich doch. Alles sehr. Oha, kleinen Moment. So, Entschuldigung. Gibt's hier irgendwas? Außer, dass das jetzt uns ist. Kann ich da hoch zu der Statue? Achso, da war er. Entschuldigung, das habe ich nicht gesehen. Verzeiht, Milords. Okay. Ich will nicht wissen, was er da mit ihr oder ihm gemacht hat. Hops. Ihm. Na gut, wenn er meint. Es geht uns nichts an. Zack. So, habe ich noch Schrotflinte? Habe ich auch noch. Genau, dann kann man nämlich jetzt einfach mal hier ein bisschen kurz mal nochmal umschauen, wo alles ist. Neuer Feind. Whatever. Und das ist ja jetzt unsere Burg, oder? In Anführungszeichen. Wir haben einen neuen Feind gewonnen. Ja klar, weil wir ein Top-Dog-Blatt gemacht haben. Aber was sind das für Geräusche? Ah, da ist die Insignie, die ich suche. Okay. Da oben. Okay. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal, wo die ist. Na, hops. Die kriegen ja dann so kaputt, hoffe ich. Ja. Sehr gut. Ups. Zack. Das haben wir schon mal. Die Insignien. So. Und hops. Wasser haben wir ja leider schon alles abgegrast. Und dann brauchen wir auch jetzt demnächst neues Wasser, weil jetzt ist es leer. Weil wir es uns doch nicht gerade einfach gemacht haben. Aber wir haben jetzt eigentlich eine Festung, die noch recht gut im Stand ist. Ja, sehr geil. So, noch einmal Schrott fehlt. Wo auch immer der jetzt sein mag. Mist. Ich will den jetzt ehrlich gesagt gar nicht suchen. Historisches Relikt. Die Insignien? 2 von 4? Du bist noch nicht up to date. Such mir das jetzt. Ach, das kann ich irgendwie. Das können wir irgendwann anders suchen. Ich will das jetzt hier echt nicht. So, verlangweilen. Um ehrlich zu sein. So. Aber der gute Tipp. Ah, da bist du ja, mein Freund. Ein sehr guter Tipp, dass es da unten einen Geheimgang gibt. So. Kanister aufbewahren. Rein damit. Der ist ja schön voll. Aber was ist das? Das für eine Musik. Ja, das Problem ist, das sind doch die anderen Kerle.
Minenfeld. Legendenbegehung. Wo ist ein Griffer? Wir fahren über einen Griffer. Phantom V6, listen to it. Ja, der ist schon ganz nett. Der ist schon ganz nett, aber es ist verdammt nochmal kein V8. Und den holen wir uns noch und dann irgendwann den richtigen Weg. Block. Kack das ab, ey. All these metal monsters, scarecrows, the region is thick with them. Gleich was. Von wo? Scrotus convoys carry oil and fuel. If they cease a rolling, Scrotus power is weakened. Okay, nachkommen. Das bringt uns sowieso nichts, darauf zu warten. Ich will jetzt unseren Freund. Das war der Konvoi, ne? Egal, wir wollen zum Griffer. Komm, fahren wir. Sieht so nach diesem. He's called up in a lamplight tower. He rules by rage. He treats the agony of a head injury by piercing his face with bone shards. Ja, Gripper, ich komme. So. Hey. Entschuldigung. Jetzt geht's doch. Mach das Auto ganz. Jump. So, Griffer. Jetzt erzählt ihr mir wieder was vom Pferd, nehme ich an, der liebe Karl. Der soll mich einfach nur weiterentwickeln lassen. Es geht. Why must a vehicle be so important? Allies are a powerful aid. Even a dog can be a lifesaver. You focus your loyalty on a dead thing. I can drive a car. I'll cross the plains of silence in a car. People, get in my way. Do you trust the car? More than any man. We have a long way to walk. Let's look deeper. Die Sau. Ach, gut. So. Erstmal. Punchline. So. Das nehme ich jetzt mal komplett rein. Erhöht die Fähigkeit beim Plündern. Plündern ist gut, aber. So, länger Waffen. Langlebigkeit nehmen wir. Essen. Wasser. Willenskraft erhöht ja vom Schrott sammeln, das. Was haben wir hier? Erhöht die Fähigkeit beim Plündern mehr Munition. Erhöht die Fähigkeit, Waffen länger zu benutzen. Ich glaube, wir nehmen nochmal hier mehr Munition. Und dann Wasser haben wir schon alles. Und dann müssen wir mehr Schrott finden. Legendenstufe zu erhöhen, das nehmen wir auch nochmal. So. Gut. Wilder Teufel, Stufe 6. Jetzt mal 7. Bau die Verbesserung für den Jack an. Ach ja. Da war ja was. So, wir stehen auf. Ich vergesse immer, dass ich selber aufstehen muss. So, die ganzen Zeichen sind alle weg. Da weiß ich ja gar nicht mal, wo ich langlaufen muss. Fürchterlich. Oha. So. Hey, ich will da lang.
will da lang. Jetzt komme ich hier auch nicht mehr raus. Das war doof. Vielleicht klar. Ich komme hier nicht mehr raus, nicht mehr raus. Ich werde sterben. Komm, immer muss der Wind doch da weg sein. Komm. Hallo. Wieso gehe ich da auch rein? Hallo. Kann mich jemand befreien? Dass das wieder unsere Zeit gekostet hat, nur weil ich so blöd bin und einfach in den Wind reinrenne. Ich dachte, ich wäre noch geschützt. So, die Verbesserung soll ich an mein Auto bauen. So, mit dem Abschluss von Bauprojekten hilfst du, Jades Festung aufzubauen, wodurch nützliche Ressourcen und Dienst. Aber eigentlich habe ich ja noch nicht wirklich was, gell? Hund und Buggy, das ist ja eigentlich so das Erste, was ich machen soll. Fahrradschutz-Jumps versteckt, da machen wir das jetzt einfach. She's all sick with the baby exhaust. Let's get her sick. Let's get some speed. Yes, speed. Schön. Da ist keiner mehr drauf. Okay, ich dachte, da wäre noch jemand auf der... Mächtige Staub, schon wieder ein Sandsturm oder was? Dann sollten wir doch mal so schnell wie möglich zu unserer Hütte kommen. Apropos, ich brauche Wasser. Ich sehe doch gerade. Ist das einfach nur ein Lager? Ja, das ist dumm, was du da machst. Aber wir brauchen Wasser. So. Oh, da seid ihr. Meine Freunde. Aua. Und du bist dran. Komm. So. Und du kriegst auch noch eine Runde. Und das Problem ist gelöst. Schön. So, wo ist das Wasser? Wo ist das Wasser? Wo ist das Wasser? Weswegen ich hier bin. Ist das Wasser etwa da unten? Ups. Hallo. Wasser. Wasser. Brauch Wasser. Oh. Ah ja, Stange. Am Kopf. Water. Ich brauche doch Wasser. Renne ich jetzt... Natürlich die Möglichkeit, dass ich da gerade dran vorbeirenne. Ah ne, da. Hm. Ah, ich habe dieses Rohrding gesucht. Verzeiht mir. Und nicht das. Ach du Gott. Na, immerhin. Komm, gib mir das Wasser. Och, guckt mal da, aber viel ist drin. Schön. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Können wir sogar noch einen Schluck von trinken. Sehr geil. Dann nehmen wir den Rest, das restliche Wasser noch mit. Und dann würde ich sagen, das war's für die Folge. Ja, in der Folge haben wir den Top Dog Blatt gemacht. Sehr geil, freut mich sehr. Und jetzt werden wir uns endlich auf den Weg machen zu Chum und seinem Hund, beziehungsweise zu unserem Hund und Chums Buggy. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt, hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, macht's gut und ciao.